So, heute geht es weiter mit einer Folge Titanic. So, ich habe mich wieder mir überlegt, ich mache wieder meine alten Folgen, beziehungsweise Titanic und Kölner Dom muss jetzt diese Woche ein bisschen jetzt kommen. Oder beziehungsweise, ja, die Woche mache ich das jetzt wieder, dass wir jetzt erstmal ein bisschen Titanic und Kölner Dom machen, dass wir die Dinger auch mal irgendwie mal fertig kriegen. Ich dachte das jedes Mal und dann passiert nie was. Jetzt machen wir die Titanic weiter, weil wir ja hier in drinnen ja auch noch ein paar Sachen zum Ausbauen haben. Was ich in der letzten Folge nicht, glaube ich, gesagt habe, ich von außen seht ihr ja, mache ich die Titanic anders, weil wir ja natürlich jetzt Betonsteine haben. Das heißt, ich mache hier schwarzen Beton und roten Beton. Und das ist gelber Beton. Weil vorher gab es ja den Beton nicht. Und dann habe ich das ja mit schwarzer Wolle gemacht. Und ihr seht ja natürlich, hier Wolle ist hier so, ne? This is Wolle. Und dann mache ich das hier mit Gelb und dann hier schön arschglatt natürlich, ne? Das ist... Ich werde die dann auch komplett in gelben Beton machen. Also das ist hier so ein bisschen... Seht ihr ja, das sieht knackiger aus, ne? Fresh. Außer die weißen hier, das kann ich nicht mit weißem Beton machen. Weil wir natürlich hier auch diese halben Sachen brauchen und die Stufen von den Quarz, dann lasse ich das in Quarz. Das lassen wir. Es sei denn, es würde irgendwann mal Beton in Dings geben. Wer ist das in Stufenform und andere Stufenform und hast nicht gesehen, ne? So, jetzt fangen wir an mit unseren Captain Kajüte, beziehungsweise uns hier dieser Navigationsraum hier vorne. Und hier hinten ist ja auch so ein Navigationsraum. Und dann geht es dann hier. Hier dieser Bereich ist dann der Bereich des Captains. Das heißt, hier macht der Captain Bubu, da macht der erste Offizier oder was ist, schlafen. Das sind die beiden einzigsten, die mit zwei Fenstern sind und die anderen haben ein Fenster. Das heißt, jetzt hier sind die etwas niedrigeren Personen, ne? So, das wir jetzt erstmal hier bauen, damit ihr auch wisst, wo wir jetzt sind, machen wir hier erstmal, gehen wir hier raus, Witch. Und dann haben wir jetzt hier das Fenster, das seht ihr ja. Da habe ich eine Tür reingemacht vorher, weil ich das ja nicht wusste. Dann machen wir das hier komplett einmal weg. Hier machen wir das Fenster zu. Das heißt, jetzt bleibt das hier offen. Das muss ein bisschen weiter offen sein. Warte mal. Das heißt jetzt hier offen. Nö, open. Dann könnte man hier noch aufmachen. Den mache ich weg. Den mache ich dahin. Und dann mache ich das Fenster da in die Ecke. Das heißt jetzt, warte mal. Da kommt das Fenster hin. Dass dieser Bereich weiter auf ist. Das machen wir hier auch nochmal. Da ist ja das Fenster. Oh, ey, das ist, bewegt sich aber ganz schnell immer, ne? So, hier zumachen. Das mache ich hier. Zack. Also, warte mal. Wo habe ich das Fenster? Da habe ich das Fenster. Dann habe ich hier den Pfosten. Das heißt jetzt, den, zack, dahin. Dahin, dahin. Gut. Dass das jetzt so aussieht, ich mache jetzt auch die Fenster anders. Das heißt, ich nehme jetzt Scheiben. Das heißt, weiße Scheiben. Ah, komm. Die Ecke. Und dann kommen da weiße... Oh, jetzt habe ich weiße Scheiben weggemacht. Warte mal, das kommt weg. Und dann hier kommt weiße Scheiben hin. Das wird ja sowieso erstmal wieder ein bisschen vorgebaut. So, so muss das dann aussehen. Dann habt ihr hier die Scheibe sofort, dass dieser Pfosten da ist. So, dann haben wir hier schon mal offen. Das heißt hier open, ne? Das machen wir auch weg. Dann war es ganz komplett offen. Da muss ich eben kurz hier das eben verbessern. Zack, das bisschen Ecke. So, dann ist das hier offen, das ist da offen. Das heißt, jetzt machen wir hier, wenn wir es offen haben, ich zähle jetzt mal nochmal nach, hier ist das Fenster. Dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5. Bis hier ist 5. Und ab dem 6., hier ist der 6., machen wir eine Wand komplett hoch. Zack. Und hier auch. Zack. Da, da. Einmal zu. Zack. So. Dann haben wir hier den Bereich, wo der, weiß ich nicht, das sind auch Steuerrad oder was weiß ich, was da ist. Jetzt muss ich eben gucken, wo ich dann hier bin. So. Das ist der Bereich. Hier kommen ja noch hier, ja, so Hebel und so hin, aber das machen wir später. Dann haben wir das hier schon mal so offen. So, das bedeutet, jetzt machen wir hier eine Tür noch hin. Klatsch. Dann kommt man in diesen Office-Raum. So, hier mit dem zumachen. Zumachen. Das kommt weg. Das kommt dahin. Und dann kommt, was hatten wir hier? Da in der Ecke hatten wir ein Türchen, ne? Machen wir hier auch. Da ein Türchen. So, okay. Und dann kommt diese Wand weg. Zack. So.
Und dann gehen wir mal von da aus. Dann seht ihr ja, wir haben das jetzt hier so gebaut, dass wir jetzt hier gemacht haben, hier bis hier, ne? Also 1, 2, 3, 4, 5, ab den 6. Hier ist der 6. Dann kommt da neben eine Tür und dann wird die Wand komplett bis in die Ecke gezogen. So, und dann die nächste Tür. So, wenn wir das gemacht haben, dann gehen wir 1, 2, 3, 4. Und dann machen wir hier einmal eine Wand hin. Und die kommt komplett einmal drüber. Das heißt jetzt hier komplett einmal zu. Da geht es in den Office-Raum, beziehungsweise in die Kabinen. So. So sieht das aus. Also gehen wir auf der Seite wieder hin. Da muss das so aussehen. Alles klar. Hier muss ich eben ausbauen. Na gut, der Boden ist jetzt anders. Auf ein Foto ist der Boden dann kommen so mit. Was soll man sagen? So mit. Auf einer ist mit Holz und einer ist mit. Ja, das ist mit Holz und da drinnen ist es mit. Ja, so ein Teppich, ne? Aber das ist, ich weiß es nicht, ob das wirklich so stimmt oder ob das jetzt hier nur so wegen so PC-Version ist oder so, ich weiß es nicht. Weil ich gucke immer manchmal von diesen, es gibt ja dieses Spiel Glory of Holy oder wie das heißt, da gibt es die Titanic ja auch zum Spielen, ne? Ich müsste mir das Spiel mal auf PC holen, dann könnte man die Titanic 1 zu 1 nachbauen, aber das wäre dann ein Riesending. Aber dann wäre das so perfekt, ne? Da könnt ihr ja so bauen, das. Aber da würde ich auch wieder echt dran sitzen und ich weiß ja nicht, ob ihr das wirklich mitmachen würdet. Gut, diejenigen, die jetzt Titanic-Fans sind, ne, die sagen, ja, yeah, bau sie, mach sie. So, also ich muss jetzt einmal hier rumlümmeln und deswegen habe ich euch jetzt ein bisschen zugetextet. So. Okay, das haben wir jetzt gemacht, das haben wir gemacht. Wir machen jetzt erstmal nur Grundgerüste. So, das haben wir aufgemacht, das haben wir aufgemacht. Jetzt mache ich jetzt hier kurz das Holz dahin. So, okay. Und dann haben wir jetzt hier ist auch eine Tür. Zack. Und die geht dann so in diesen Bereich. So. Seht ihr ja? Holz. Und hier würde ich sagen, auch nochmal Holz. Oder ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall ist hier ein Bereich, wo man hier reingehen kann. Und dann ist man hier in diesem Bereich. So. Gibt es auf der anderen Seite gibt's auch eine Tür. Warte mal, dann geht man von da aus. Dann machen wir hier eins. 2, 3, zack, eine Tür. Dann ist man in dem Bereich. So, jetzt muss ich nur gucken, wie weit wir das nochmal mit den Räumen machen. Das heißt, jetzt macht ihr erstmal, machen wir hier komplett alles zu. So, ich mache das jetzt zu, weil ihr jetzt nicht wisst, wie ich das jetzt ausgeschlagen habe. Tack, 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 tack. Tack, tack. Tack, tack. Und hier auch. So. So, ich hätte das, glaube ich, so. So, jetzt machen wir das hier, lassen wir auch. Hier machen wir zu. Also erstmal die ganzen Fenster zu. Und dann, ja, schlagen wir es jetzt hier aus. Wie ich schon sagte, das wird jetzt erstmal vorgebaut, damit wir hier ein Grundgerüst reinkriegen. Ich weiß ja nicht, wie das bei euch noch aussieht. Ob wir das hier noch, so sieht das erstmal aus. Ne? So, jetzt gehe ich erstmal da hinten hin, wieder nochmal gucken. So, dieser Bereich ist okay. Das heißt, hier können wir eine Decke hinmachen, dass das jetzt nicht so Banane aussieht. Dann könnte man die Decke ein bisschen verlängern. So, das heißt, jetzt hier ein bisschen schöner machen. Aber das könnt ihr ja selber machen. Das heißt, jetzt hier nehmt ihr einfach nur eine Treppe. Dann einmal hier so rum. Zack. Und dann hier hat man schon eine schöne Decke. Ein schönes Decke, was für ein Deutsch wieder. So. So und so. So. Ja, sieht schon einigermaßen schickele aus. So, hier kann man hier raus, hier kann man in den Office-Raumbereich. So, wenn wir das alles gebaut haben, so sieht es alles aus. Ne, zwei Stück, Tür rein, zack. So, jetzt haben wir jetzt hier alles zugemacht und jetzt wird das aufgeteilt. Das heißt, jetzt 1, 2, 3, 4. Ab dem 5. kommen dann die Steine hin. Und die machen wir in eine Breite von 1, 2, 3, 4. 5. Muss doch ein bisschen einigermaßen groß sein. 5, 5, okay. Aber wenn ich das jetzt zumache, ich muss das selber mal gucken.
Ja. Ja, ist ja nur kleine, kommt da ein Bett rein und so, das ist ja, muss ja jetzt nicht große, eine große Bude sein. Also 5 Steine haben wir genommen, ne? Das heißt jetzt hier 1, 2, 3, 4. Und ab dem 5. nochmal 1, 2, 3, 4, 5. Dann wieder 1, 2, 3, 4, 5. Warte mal, hab ich die auch hier? 1, 2, 3, 4. Das war jetzt durcheinander, was ich hier gemacht habe. So, wir machen das jetzt weg. Die Dinger haben mich jetzt gestört, ey. So, jetzt machen wir das anders. Wir machen das jetzt so. Ich höre Musik nebenbei. Warte. Zack. So, das ist jetzt erst der schlichte Raum. So, jetzt geht's los. Eins, zwei. Und dann macht er ein Fenster rein. Dann lässt er den frei, wieder ein Fenster rein, den frei und dann kommt hier eine Wand hin. Das heißt 1, 2, 3, 4, 5. So, die Wand kommt hin. Dann gehen wir hier hin, ein Fenster freilassen, ein Fenster freilassen und dann wieder eine Wand. Zack. Und dann geht das nächste. Dann lassen wir ein frei, Fenster, ein frei und die Wand. Dann wieder ein Fenster, ein freilassen, Fenster, ein freilassen, die Wand. Das gleiche auch. Und dann machen wir hier, warte mal, hier eine Wand hin. Und dann haben wir erstmal die Räume aufgeteilt. Das heißt, jetzt kommt noch eine Tür nach draußen, aber ich weiß nicht, ob noch da, nach da. Das ist jetzt egal. Wir haben jetzt erstmal die Räume. Das heißt jetzt 1, 2, 3, 4, 5. 5 Räume. Und dann nochmal 5 Wände. Das heißt 1, 2, 3, 4, 5. Das heißt jetzt hier so ein bisschen vorangeht. So. Dann brauche ich hier nur entlang ziehen, den entlang ziehen, den entlang ziehen und dann verbinden wir die gleich und dann haben wir hier schon mal aufgeteilt. Office Raum, erster Offizier und der Rest der Mannschaft. So, seht ihr ja, hier mache ich jetzt die Wände hin und das müsst ihr dann bis oben hinziehen. So. Zack. Und dann innen drin natürlich die Wände ausbauen, aber das könnt ihr ja selber machen. Und dann haben wir hier genau hier die Mitte, wo eine Tür reinkommen kann. Zack. Zack. Und wollen wir hier jetzt, dann machen wir hier die Mitte, ist hier. Zack. Und hier ist die Mitte. Zack. So, dann haben wir hier schon mal die Räume fertig. So. Auf der Seite kommen auch, glaube ich, noch ein paar Dinger. Ich gucke mal auf ein Foto. Warte mal. Ja, da kommt eigentlich nur Smoking Room, kommt da hin. Der kommt hier in die Ecke, der Smoking Room. Dann kommt hier noch der Maschinenraum für den Fahrstuhl. So, dann haben wir das erstmal ausgebaut. Das heißt, jetzt hier machen wir jetzt erstmal so das Grundgerüst der Office-Räume. So. Das ist auch wieder, ihr müsst auch ein bisschen verstehen, das ist jetzt wieder die erste Einführung von der Titanic. Ich muss mich erstmal wieder drin beschäftigen. Ich habe jetzt eine halbe Stunde, fast eine Stunde, kann man sagen, weil ich jetzt hier das Oberdeck finden musste nochmal, den Schnitt. Und dann, dass ich das auch wirklich hier, weil ich die Titanic ja wirklich nicht so ausgebaut habe, dass ich sie in drinnen ausbauen könnte, weil ich sie nur von außen machen wollte, muss ich jetzt gucken, was ich mit dem Platz mache. Weil normalerweise, hier seht ihr ja, ich habe das ja hier ausgebaut, ist ja normalerweise der Schornstein. Und der Schornstein geht normalerweise komplett durch, bis unten auf den Boden. Also das heißt jetzt, von hier geht der Schornstein weiter, jede Etage bis unten in den Maschinenraum. Das kriege ich ja bestimmt, das kriege ich hier nicht hin, weil hier, seht ihr ja, müsste ich von hier aus runtergehen und dann wäre hier schon alles zu. Das geht nicht. Das heißt, ich mache das hier wieder zu. Das ist halt so Peng. Wie ich schon sagte, die Titanic war eigentlich nicht dafür gedacht, dass ich sie ausbaue. Und jetzt mache ich dann aus jedem Fleck, den ich habe, bastel ich einen dahin. Zwar gucke ich, dass da wirklich auch alle Sachen da sind, die auch wirklich da waren. Aber ich werde die dann nicht in der dimensionalen Größe oder in der Größe bauen können, wie sie in Wirklichkeit da waren. Da müssen wir halt im Mini-Format machen manchmal. Aber man weiß, aha, das ist das, das ist das. So wie dieser, wer ist der Raum? Alligator Gear und da ist dieser Mann, Dings, der Raum da, wo die Morsezeichen gemacht haben, da, wo so
Briefe per ich weiß nicht mehr, wie es heißt, verschickt haben. So, Telegramm hieß das, ja genau. So, so, das hier lassen wir erstmal, aber die Fenster bleiben genauso, wie sie hier sind. Das heißt, jetzt hier haben wir die Fenster so gebaut, aber die müssen wir hier übernehmen, weil das sieht sonst Banane aus. Das heißt, jetzt hier müsst ihr, hier ist die Mitte, hier ist der Pfosten und dann, warte mal, hier ist die Mitte, tschack, und dann war da ein Fenster, ein Zweier, da waren Zweier. So, dann haben wir jetzt hier auch die Mitte, patsch, dann war da ein Fenster, hier ein Fenster. Also das müsst ihr schon einhalten, dass das auch wirklich auf beide Seiten einheitlich aussieht. So, das heißt, jetzt hier ist die Mitte. Tak, tak. Hier ist die Mitte. Ich gucke immer, wo die Mitte ist, das Pfosten, und dann ist da das Fenster. So, das war jetzt, das könnt ihr erstmal basteln. Da habt ihr auch ein bisschen was zu tun. Oder für diejenigen, die das innen drin noch nicht so weit ausgebaut haben. So muss das erstmal aussehen. Und dann werden wir uns in der nächsten Folge sehen, weil jetzt hier kommt auch noch ein Maschinenraum. Das ist natürlich wieder, wo ich hier sage, okay, oh, das wird ein bisschen schwierig. So, das habt ihr ja soweit verstanden, das habt ihr erstmal ausgebaut. Achso, das können wir auch noch machen. Hier kommen natürlich die Fenster rein. Das heißt jetzt hier, warte mal, das ist das. Da kommt ein Viererfenster rein. Zack, 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 zack. Auf der Seite auch. Von da aus, warte mal, einen lassen wir frei. Das ist frei. Lass man den da haben wir gemacht. Also jetzt müssen wir gucken, ob das jetzt hier noch aufgeteilt. Vierer und Vierer. Boah, das passt wenigstens wie Sahne. So muss das aussehen. Das heißt jetzt, die können ja von da aus nochmal da reingucken. Und dann war jetzt hier nochmal mit Glas. Dann müssen wir natürlich hier mein weißes Glas nehmen. Warte mal, muss ich auf diesen Zack draufdrücken. Und dann ist das hier. Zack. So. So, weil da drinnen sind auch nochmal Gerätschaften. Die bauen wir aber in der nächsten Folge. So haben wir jetzt erstmal hier das und dann das. Und dann kann man von da aus da reingehen. Und dann kann man den Captain da sehen. Oder der ist hier drin, ich weiß es nicht. Und hier machen wir natürlich eine Tür hin. Schlichte Türchen. So, dann haben wir hier eine Tür. Oder mache ich die von außen, je nachdem. Ich weiß es noch nicht. Müsst ihr mal gucken, wie ihr wollt. Das ist euer Geschmack. Da kann ich mich nicht einmischen. So, dann haben wir das gebaut. So, soweit so gut, ne? Gebaut. Soweit ich es gut konnte. So, dann haben wir das gebaut. Ja gut, das hier muss ich nochmal ein bisschen gucken, wie ich das mache. Dass der Eingang, gut, der ist aber wirklich so. Der eine ist so, der andere ist so. Also das machen wir in der nächsten Folge, ohne dass ich jetzt euch jetzt hier voll durcheinander bringe und denkt, ey, boah. So, das haben wir das erstmal, das hier gebaut. Ne? Dann haben wir das, so muss es aussehen. Okay, okay. So, das war es einmal von mir. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Dann habe ich wieder ein bisschen mehr rumgewurschtelt, weil ich auch hier erstmal hier ein Grundgerüst reinkriegen muss und erstmal wieder mich hineinversetzen muss in die Titanic. Und wenn das in der nächsten Folge wird, das ein bisschen flüssiger wieder laufen. Und dann würde ich sagen, ja, wie ich schon sagte, nächste Woche erstmal Titanic und Kölner Dom die ganze Zeit, ne? Also nicht immer reinschreiben, was kommt als nächstes. Ich muss auch erstmal hier die Dinger hier fertig machen, ne? Da und hier. Und das mache ich jetzt erstmal ein bisschen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge wieder bei PlaySample und dann geht's weiter mit der Titanic.